Meinung wäre, dass das irgendwas Gutes dabei rauskommt. Also deswegen bin ich vorsichtig, wie man die Bibel auslegt. Weil das, was ich gesagt habe, ist ja nicht verkehrt. Das steht ja da drinnen. Das ist ja nicht deutlich. Ich glaube nicht, dass Gott jemanden als schwul geschafft. Ich denke, jemand wird so. Zum Beispiel, die meisten Schwulen werden zum Beispiel in die Homosexualität eingeführt. Im jüngeren Alter von älteren Schwulen und so weiter. Das trifft aber auf die Mädchen auch zu. Und ich weiß nicht, die Statistik ist aber 99% aller Mädchen haben als ersten Freund jemanden, der älter ist als sie. Ich weiß es nicht, das ist jetzt eine Zahl, die ich behaupte. Also ich denke, jeder hat genau wie die Bibel stellen. Also einer ist immer älter als der andere, deswegen ist es wahrscheinlich immer so. Beide gleich alt sind, ja. Jedenfalls, ja, mein Neffe wurde von einer Schwulen missbraucht und ich weiß natürlich auch, dass es aus einem von einem schwulen Lehrer und ich finde das schon gefährlich, weil er wurde nicht suspendiert, sondern nur verletzt. Es gibt aber auch ganz viele homosexuelle Lehrer, die haben ihn missbraucht. Also der hat nicht nur ein Kind missbraucht, sondern viele. Und meine Schwägerin, die Mutter von meinem Neffen, die musste psychiatrisch behandelt werden, weil der Franz hat gebrochen, dass dieser Lehrer mit lachendem Gesicht da rausgegangen ist und er wurde nicht bestraft und er wurde nicht vom Dienst suspendiert, sondern er durfte weitermachen, er wurde nur versetzt und das fand ich total schlimm. Ich muss mal wirklich Angst haben, seine Kinder in die Schule zu schicken, wenn solche Leute da sind. Das ist ein furchtbares Verbrechen, aber das hat bestimmt nichts mit seiner sexuellen Überzeugung zu tun. Wenn man sich anschaut, es gibt ja Statistiken zu der Verurteilung der Straftäter, gibt es genauso viele Heterosexuelle wie Homosexuelle. Viel weniger Homosexuelle, weil es gibt statistisch gesehen viel weniger homosexuelle Menschen. Also man kann nicht sagen, wenn jemand schwul ist, ist er automatisch mit der Kinder mit. Das ist ein furchtbarer Mensch und gehört verfolgt, geahndet. Aber ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, dass er schwul ist. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass dieser Mensch krank ist. Letztes Jahr. Und zwar genauso quasi wie der heterogene, der das gleiche mit einer Mädchen macht. Ja, ich bin Kindertagsmutter und ich bin Kindertagsmutter. Dass alle Christen Kindermissbraucher sind. Wirklich, ja. Das ist wirklich total schlimm. Genau. Und ich sage nicht, wir sind homo, hetero, bisexuell, auch nicht mehr. Das passiert in allen verschiedenen Sprachen. Das kommt davon zurück. Und das war jetzt gerade noch, weil wir aus der Gesellschaft leider war das so praktisch, dass wir auch Missbrauch von Homosexuellen für wesentlich schlimmer empfunden wird als ein Missbrauch von einem Hetero. Das ist immer gleich Missbrauch. Das ist gleich furchtbar, aber es klingt eigentlich schon an, immer wenn das Thema kommt, der ist die Schändung ist erst dann, wenn es ein Homo war und nicht die Schändung, wenn das von einem Hetero passiert ist. Das ist leider genau solche Probleme, dass man sagt, das sind diese Vorurteile. Das ist kurz aber aus. Ich finde halt, aber so egal, was ich jetzt aufnehmen davon kann, was ich spreche. Es ist halt so, also ein bisschen Anliegen, falls es aufgenommen wird, dass eben. Ich habe das Plakat. Aber wenn Sie auch was sagen würden, dann ich auch. Ja. Ich bei jedem einfach. Also, ja, dann würde ich mal. Ja, das hat jemand abgerockt von ihrer Bewegung. Ja, nicht von unserer. Ja, oder jedenfalls von ihrer. Ist egal. Das ist ja jetzt vorbei. Wahrscheinlich haben keine Ahnung, wo die jetzt sind. Das ist vorbei. Wurde vorne aufgelöst. Ja, also der Versammlungsleiter hat vorne aufgelöst. Ich habe den Moment. Von der Bibel her, in der Homosexualität als Gewollsnis genannt wird. Nee, dass nicht so. Und mir ist es einfach ein Anliegen, dass Schwule auch gerettet werden. Ich glaube nicht, dass Gott jemanden als Schwulen geschaffen hat. Sondern dass es später erworben ist. Aber Gott, seien wir ehrlich, wenn man an Gott glaubt, was ich jetzt nicht tue, aber ich nehme es mal an, dann hat er doch alle Aspekte der Welt geschaffen. Damit hat er auch die selbst wenn Sie jetzt annehmen, dass ich nicht glaube, dass man schwul nicht geboren wird, sondern schwul wird, was vielleicht auch sein kann, ich weiß es nicht. Aber dann hat er ja auch diese Sache in die Welt gegeben. Er hat ja auch in die Welt gegeben, dass Menschen in ihrem Leben gut werden können. Ja, natürlich. Ja. Es gibt Menschen, nicht in der katholischen in der Kirche heißt es, dass der Mensch unschuldig geboren wird, aber es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang böse sind. Und das hat ja auch Gott, aus ihrer Sicht hat das dann auch Gott gemacht. Also, eines der höchsten. Vor kurzem hatten ja auch erst auf dem, aus der schwulen Szene aus Amerika zum Beispiel, ist zum Glauben gekommen und haben ihre Orientierung geändert. Der eine hatte sogar eine Zeitschrift für Schwule rausgegeben. Ich habe jetzt den Namen wieder, weil
nicht vergessen. Also das wurde auf Facebook gepostet, auch Bilder davon, dass er sehr glücklich ist. Und ich glaube, dass es auch, also dass es keine Schau ist. Das ist nämlich ja gar kein Grund, der ist erfolgreich. Der hat vor dem Europäischen Parlament hat er Reden gehalten als Schwuler für die Schwulen. Das habe ich beim Glauben auch nicht berücksichtigt. Ich glaube, dass es echt ist, weil er so erfolgreich gewesen ist, weil er eine Schau hat. Es gibt genauso Menschen, die Pfarrer zum Beispiel, die in der katholischen Kirche, irgendwann entdecken, dass sie Männer lieben und dann aus dem Arm rausschneiden, auf furchtbare Art und Weise rausgeklappt werden, aber sich direkt verlassen und sich dann dem zuwenden. Man verurteilt den Menschen nicht dafür, dass sie im Laufe ihres Lebens ihre sexuelle Orientierung finden. Egal aus welchem Grund. Man muss dem Pfarrer dann erlauben, zu sagen, ja, ich darf jetzt auch einen Lebenspartner haben, das heißt, ich meine, das ist schwer. Das ist ein Thema, das ist ein Thema, sondern das Kind bekommt erzählt, hier, das gibt es in der Welt. Setzt sich damit auseinander. Hinterfragen ist genauso im Religionsunterricht. Ein guter Religionsunterricht indoktriniert nicht blind die Lehre der Bibel. Nein, die Lehre der Menschen. Es gibt Religionen daraus. Das machen die schon automatisch, um uns besser aus. Und zwar, dass sie von sich aus sagen. Und es wirkt einfach besser. Ich war bei der Bundeswehr. Wenn man ein Kind ist, ich weiß. Das ist einfach, weil es sehr, sehr anstrengend ist, tauschen die immer durch. Ja, das macht Polizei immer durch. Ohne und mit Helm machen die, geht dann wirklich darum, Risiko einschätzen. Okay. Und wenn die denken, okay, es könnte jetzt schwierig werden, dann kommen auch welche mit Helm. Überzeugt, nicht gläubig. Aber es ist schon an den grünen Fahrzeugen, die haben relativ alte Autos. Die Autos werden nicht umgespritzt, sondern nur neue. Und es war so. Ich respektiere Ihre andere Meinung, auch wenn ich sie respektiere, dann sehe ich sie als gleichwertig zu meiner. Ich habe nur ein Problem damit, wenn man Menschen Vorwürfe macht, auf der Art und Weise, wie sie lieben. Liebe ist etwas Positives. Liebe ist nicht etwas Schlechtes. Es gibt natürlich Art und Weise,
die wirklich krankhaft ist. Mit dem einen Fuß. Pädophilie. Wieso steht so die Fraktion? Aber davon redet ja gar keiner. Ja, es ist halt nur das, was in der Bibel halt mit den einen Arten zu genannt ist, dass sie so gemeint ist, Pädophilie. Ja, auch eigentlich mehr um die Kinder und auch eben andere Leute, die Sex außerhalb der Ehe praktisch als Frau in der Bibel genauso verurteilen. Ich liebe jetzt eine Frau, die auch hätte sie als Mann lieben. Ja, das ist schon. Aber, sie sagt, das ist halt einfach Sünde vor Gott. Und ja, es ist halt schön, wenn ihr mir sagt, wenn ihr eben zum Glauben jünger würdet. Und ich hasse euch nicht deswegen, wenn ihr so bleibt. Ich tue auch niemandem was. Ich bin gläubig, aber nicht in der Religion, in der Hinsicht. Aber die Politik, aber, kommt nicht von Jesus. Sie sind falsch, weil der Satz, dass er gesagt hat, dass er alle Menschen liebt. Ja, er liebt auch alle Menschen. Ja, eben, genau. Aber es ist halt schon so, dass man eben, also dass er eben diese, er liebt die Menschen, aber er hasst die Sünde und er möchte gerne, dass die Menschen. Das sagt aber keiner. Dass die Menschen Jesus umkehren nie. Sollen. Das steht ja das auch. Das steht nirgendwo. Er steht da mit offenen Armen, wenn der verlorene Sohn kommt, dann nimmt er ihn an. Aber er darf das nicht praktizieren. Homosexuellen Sex darf man nicht praktizieren. Jemanden gern haben, ich denke, ich habe viele Menschen gern, wo Sex zu haben. Aber wenn man eben sexuellen Sex oder mit Tieren oder sonst irgendwas praktiziert, dann ist es eben verbeutet. An der Stelle habe ich respektiere zum Beispiel vollkommen, sie sind sehr gläubig. Sie richten ihr Leben nach der Bibel aus. Ihr seid falsch. Warum eigentlich? Dreimal am Tag beten, ununterbrochen irgendwie das Kreuz mit sich herumtragen, scheint mir persönlich für mich nicht sinnvoll. Zum Beispiel, um mal ein paar Klischees zu machen. Man richtet sein Leben nach Gott aus. Ich käme aber nicht auf die Idee, jetzt das als verwerflich zu betrachten, weil ich das nicht glaube. Weil ich das persönlich für nicht real betrachte, weil das meine Überzeugung ist. Also das heißt das nicht, dass ich deswegen verachten würde, wie sie leben oder sie verändern wollen würde. Ja, ich sag aber, wenn jemand. Es ist gut, dass sie glücklich sind, wenn sie gar nicht sind. Das finde ich sehr gut. Ich wünsche mir, dass die Menschen glücklich werden, egal wie sie glauben. Deswegen würde ich mir wünschen, dass andererseits sie etwas mehr Akzeptanz dafür bringen, dass es auch Menschen gibt, die eben nicht glauben, für die Bibel eben andere Bedeutung ja, schon, hat, anders ausgelegt wird. Das ist so. Selbst innerhalb der Christenheit legen die Menschen die Worte der Bibel anders aus. Ja. Und auch Toleranz an so Menschen, die das eben nicht daran halten. Viele Eltern glauben sowas, aber es ist so, wenn ich jetzt praktisch den Mund halten würde, dann würde ich ja unseren Papa sagen. Verlangt doch keiner. Das ist ja. Und dann ist es auch Bescheid und so, aber wenn ich zum Beispiel für mich jetzt sagen würde, dann wäre ich dann schuld, wenn ich mich auch das ist völlig okay, dass wir darüber reden. Im Gegenteil. Dieser Bildungsplan halte ich für diesen Fall nicht zu weit gehen. Natürlich ist man. Andererseits ist es doch so, wenn die Kinder etwas in der Schule lernen, wo man anderer Meinung ist, das ist ja dann schnell, weil die Bildungspläne ganz allgemein sind halt etwas, das wird erstellt und dann kriegen die Leute was beigebracht. Da ist durchaus vieles davon verkehrt, zum Beispiel, weil sich die Wissenschaft weiterentwickelt, dann sind irgendwelche Fakten nicht mehr neu gestanden. Und dann geht man als Mensch der Kinder auch her und setzt sich mit den Kindern auseinander, was die in der Schule gelernt hat und erklärt ihnen das eigene Weltbild. Also es spricht ja nichts dagegen, dass die Kinder in der Schule Dinge lernen. Ich bin ja auch dafür, zum Beispiel, wenn ich jetzt Atheist bin und ich habe immer Kinder, bin ich auch dafür, dass die in der Schule von Religion lernen. Aber ich werde ihnen meine Sichtweise erzählen. Weil ich will wissen, dass die beide Seiten sehen, dass sie ihre eigene Entscheidung treffen. Genau. Und die sind dann trotzdem nicht schwul geworden, obwohl sie gelernt haben, dass es Schwule gibt. Eine Gewissensfrage jetzt mal. Ich war mal Spaß gehalten. Was? Also wenn wir zum Beispiel stillgelegt, wie jeden Montag. Und sagen,
Ich habe den Koran gelesen und ich habe mich informiert darüber, welche verschiedenen Wege des Glaubens es gibt. Bei meiner Das ist vollkommen in Ordnung, solange die Entscheidung aus eigenem freien Willen geschehen ist, aus eigener Überzeugung und aus sich aufhören. Selbst den Tag schon bin ich in die schwule Szene gegangen und habe so viele Freunde. Nur weil Menschen ihren Glauben zu Gott. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal beispielsweise die monotheistische Religion. Ob das Christentum, den Islam und den Hinduismus, der auch eine monotheistische Religion ist, weil die verschiedenen Offenbarungen, die Avatare sind ja auch unterschiedlich. Wie Jesus die Dreieinigkeit ist, sind die Avatare Teil des Göttlichen. Die glauben halt anders. Trotzdem drücken sie ihren Glauben zu Gott aus. Auf unterschiedliche Art. Ich würde nicht sagen, dass eines deswegen besser ist als das andere. Das eine richtige ist das andere. Weil wer sagt denn, dass sich Gott, wie sich Gott den Menschen zu offenbaren hat? Dass er sich immer nur auf eine einzige Art zu offenbaren hat? Warum hat sich Gott nicht auf verschiedene Arten den Menschen offenbart? Ich bin immer noch ungläubig, aber ich stelle mir die Frage, wenn man das im Sinn hat. Gott hat sich auf viele Arten offenbart. Genau. Zum Beispiel in Jesus wird zum Beispiel auch erschaffen. Da ist kein Platz für einen großen Bahnhof. Ich bin nicht, weil ich das frei selbst entscheiden soll, falls ich den Willen dazu haben sollte, darf ich das machen natürlich.
aber sie wollten mir damit praktisch nichts vorlegen, weil ich das selbst entscheiden können muss. Natürlich. Ich habe mir Und dann wurde durch Konstantin das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reichs erhoben. Und dann musste man plötzlich Christen sein und in der Gesellschaft eine Chance stehen. Ja, das wurde dann als Religion. Genau. Religionswände sind immer falsch. Das ist auch falsch, weil der Paulus ist halt die Türkei gereist, Griechenland. Und hat dann verschiedene Gemeinden. Wir haben ja alle Nur wenn man sie darüber aufklärt, dass es Verbrechen gibt. Ich glaube nicht, dass Kinder zu Politikern werden, nur wenn man ihnen erklärt, dass es Politik gibt. Und ich glaube auch nicht, dass Kinder schwul werden, wenn man sagt, es ist Schwulität in der Welt. Um jetzt mal ein furchtbares, ein neutrales, ein positives Beispiel zu nehmen. Nur weil man ein Kind über die Welt aufklärt. Die Mützen von heißt das nicht, dass man es dazu zwingt, diesen Weg zu gehen. Und dann diese Aufgaben zu nehmen. Ich glaube, das muss man schon auch so sehen. Verlangt ja keiner. Aber es gibt Fächer, da wird das auch verschwiegen. Da hängt das dann wirklich vom einzelnen Lehrer. Das ist immer die Frage. Das ist nachher auch Mitgliedungsgleich die Frage, wie kompetent ist der Lehrer. Aber das ist zumindest mal die Planstufe. Derzeit ist es so, dass häufig der Lehrer von sich aus das Inhaltsunterricht einbringen muss, dass es angesprochen wird. Das ist kein Muss, das ist halt das ist kein Muss, dass man sich damit auseinandersetzt, weil was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen, dass wir das selbst bestimmen, dass sich entscheiden können, die Optionen sehen. Das will ja auch als Christ möchte man, dass der Mensch seine Optionen sieht und sich für den christlichen Weg entscheidet. Für mich als Mensch ist immer mein Wunsch, dass wenn ich einen Menschen sehe, dass der die Welt seine Optionen hat und sich dann für den Weg entscheidet, wie er möchte. In dieser Ausstellung, wie die Das Beispiel kenne ich nicht, aber das ging für mich auch sehr, sehr krass eigentlich. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass in meiner eigenen Generation, dass wenn man das zu wichtig zeigt, wenn der Mensch dazu bereit ist, dass das völlig in Ordnung ist und dass es auch gut ist, weil, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal erwähnt, in den USA, die Teenager-Schwangerschaften sind üblicherweise die Fälle von Menschen, die man überhaupt nicht aufgeklärt hat oder viel zu spät.
spät. Oder dann mit Angst. Dann, tschüss. Sagst du euch denn jetzt was Furchtbares? Wenn man das macht, dann. Und dann haben die dann haben die so Zwangsgefühle und dann ist man trotzdem irgendwann zusammen. Und das ist halt nicht. Ja, nee, das ist offen und ehrlich, dann muss auf jeden Fall sein. Das kommt schon auf die Art und Weise. Es ist ja natürlich also gerade die deutsche Meinung. Es gibt da kirchliche Organisationen. Die selbe Seite wie. Auch teilweise nicht. Die Reifen absolut. Jede aber Witz ist, die Bibel, das ist ja der Hammer, die Bibel steht, wenn die Sexualität, das ist ja das. Sollen sie nicht wecken, bevor sie gefällt? Ja, die Sexualität ist. Ja, die Sexualität ist auch. Aber die Sexualität schließt sich. Deswegen hat Tanitana auch. Das Gute ist, ich musste mal lesen. Also, das sind so viele schöne Sachen über unsere Sexualität. Nein, weil man eben was reingeschrieben hat. Der Frau, die eigentlich gesagt Prediger. Also, das ist ein Prediger in der Bibel. Das heißt dann, ach so, ja, schöne Sachen über Sexualität. Also, das hat ja Gott gemacht, Sexualität. Und das ist was Schönes. Und das kann man auch in der Ehe genießen, nur halt, dass also an diesen Stellen, nicht. Die hier stehen, da steht halt, dass eben zwar sachlich das Grund, was genau die Sodomie und andere Sachen von der Bibel hier eben sind. Mose steht so. Ja. Jetzt sieht es so aus, als ob das heißt, Gott nichts heißt. Projekt, oder? Das mag in der Bibel an meinen Stellen stimmen. Da kommt man die ganze Zeit. Da stehen auch andere Dinge drinnen, die heute nicht mehr richtig sind. Dafür gibt es zum Beispiel diesen Steg. Das ist im Laufe der Zeit durch die Forschung als nicht richtig erwiesen haben. Wobei, aber dafür, das respektiere ich zum Beispiel auch. Selbst wenn ich jetzt gläubig wäre, würde ich das trotzdem akzeptieren, dass das aus meiner Sicht falsch ist. Weil warum? Zum Beispiel die Schöpfung, das Buch Genesis. Und das Buch Genesis ist eine gute Art und Weise, wie man Menschen, die keine Wissenschaftler sind, die keine Astronomen sind, erklärt, wie die Welt erschaffen. Man erklärt es in 6 Tagen, statt in 6000 Jahren. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, da kann man stundenlang noch reden. Nee, ich habe ein gutes Beispiel. Wenn ich gläubig wäre, würde ich das als eine Art und Weise runter, akzeptieren, wie Gott als Vater seinen Kindern die Welt so erklärt, dass sie schon verstehen. Also es kann sein, ich glaube sogar, dass es sein kann, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat oder in 7. Und ich habe mehrere gläubige Biologen, die auch an die Schöpfung glauben. Also das ist nicht unbedingt gesagt, dass die Wissenschaft immer recht hat. Natürlich oft steht ja, oft kommt hier heraus, dass die Wissenschaft weiterentwickelt, dass natürlich herauskam, dass doch andere Sachen reflektiert werden muss. Und ich denke, damals war niemand dabei. Ich glaube, es halt so ein bisschen davor steht, wenn 6 Tage, 7 Tage stellvertretend stehen für einen bestimmten Zeitraum, dann kann es ja auch sein, das ist ja gar kein Streit, das ist nur der Grund, warum ich sage, dass vieles in der Bibel ist, meine Antwort. Wenn ich gläubig bin, dann kann ich daraus gehen, dass Gott den Menschen so erklären, dass sie es verstehen. Und zwar nicht, da kann man nicht immer fachlich genau werden. Wenn Sie als Mutter einem Welt erklären, dann ist diese Erklärung. Hallo, tschüss. Ich wollte Sie so erklären, dass Sie es verstehen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es ungenau ist, in der Bibel darauf zurückzuführen sind, wie Gott den Menschen die Welt erklärt hat. Und das muss man aus heutiger Sicht auch berücksichtigen. Weil man könnte es aus heutiger Sicht nämlich auch dann anders verstehen, als es vielleicht gemacht hat. Also so zum Beispiel in dieser grausamen Gesellschaft waren furchtbare Zustände. Dann war Auge um Auge ein wirklicher Fortschritt zur Menschlichkeit. Aber aus heutiger Sicht wäre es ein Rückschritt, weil wir uns weiterentwickelt haben. Weil bei den beiden, da war es so, dass die Menschen erschlagen wurden für einen Streben. Also dass das praktisch die Rache dann maßlos übertrieben wurde und da war es nur Auge um Auge. Ich habe auch darauf geachtet. Jesus hat aber gesagt, liebe deinen Nächsten. Genau, und wir haben uns weiterentwickelt. Und diese Weiterentwicklung hat ja nicht schlagartig aufgehört, sondern die ist ständig im Gange. Und deswegen müssen wir auch die Bibel ständig unter diesem Gesichtspunkt finden. Das war noch jedes Weiterentwickeln. Das ist alles. Also er sagt, man soll sein Recht gut. Aber er ist auch heute am Film und sagt, ich bin gekommen. Das hat dann Moses, also mir drüber hat, zu vollkommen. Das Alte Testament. Wo zwischen 2000 vor Christus bis 500 vor Christus geschrieben nicht 18, 19 oder 17, 18, 19 und 22 eingeschrieben. Nein,
Wir sind aber auch ja, bei der Auflistung der Bibelstelle. Das war das dritte Buch Mose. Ich jetzt verabschieden aus der Formel. Wo ist das Kunstwerk? Das ist nicht getroffen. Das war ein Kunstwerk. Aber er ist jemand, das ist das. So ein kleines Loch. Er hat Sünde, aber er liegt in Sünde. Ja, genau. Und der, wenn Jesus Speck sagt, wenn jemand kommt, egal, war eben und der jetzt sagt, ja, ich habe das und das. So ein kleines, rundes Loch. Ich bin, dass ich Sünder bin. Bei Regen immer ganz toll geschildert hat. Er schließt voll aus, er schließt voll ein. Das haben alle so. Ja. Ich habe meine Flur mitgelassen. Das mag richtig sein. Das ist auch eigentlich eine Sichtweise, die gegenüber dem, was man vorher gedacht hat. Und zwar, für Sünde gibt es quasi Maximalstrafe, es ist ein Fortschritt. Aber ich glaube auch, dass diese Endgültigkeit, Offenbarung, dass es in den heiligen Büchern immer, das ist das eher der Menschen zu. Das sehe ich nicht als Teil der absolut heiligen Buche. Aber die Bibel, dass man nichts von der Bibel wegnehmen kann. Ja, aber die Bibel wurde doch als Kanon von einer Sitzung der Bischöfe. Das ist nichts, was da war, sondern sie zusammengesetzt haben Überlieferungen zusammengetragen, das Neue Testament zusammengetragen, das Alte Testament und haben dann als alte bischöfliche Gemeinschaft entschieden, das ist die Bibel, das ist der Kanon. Da sind auch Texte rausgefallen, die dann teilweise in manchen christlichen Strömungen wieder anerkannt sind. Und deswegen, es gab halt Kriterien anhand dessen, was Dinge in die Bibel gekommen sind und nicht in die Bibel gekommen sind. Die Erklärung der Kirche ist natürlich, dass das von Gott so gewollt war, dass der die ersten Bischöfe da beseelt hat irgendwie, dass die das Richtige ausgewählt haben. Aber es waren noch nicht die sind Menschen, die fehlbar sind. Selbst wenn ich jetzt Gläubiger bin, sehen, es sind Menschen, die fehlbar sind. Aktuelle Version der Herganger Gott hat. Es sind ja mehrere Stellen da. Von daher. Ja. Also ich würde trotzdem nicht anhand einer Religion jetzt Menschen, die nicht daran glauben oder Menschen, die das anders deuten, ihren Lebensmodell verteufeln. Ihren Glauben und ihre Liebe verteufeln. Ich finde das schade, weil ich freue mich für solche Menschen. Ich freue mich für die Menschen, wenn sie sich lieben. Selbst wenn Menschen diese Liebe als verkehrt ansehen, weil das jetzt zwei Männer oder zwei Frauen sind. Das ist halt Sinn. Ja. Ich denke, das hat jetzt keinen Zweck mehr, irgendwie weiter zu reden. Aber ich möchte ein Beispiel zu diesem. Ja, genau. Das war die Bücher Mose. Nur die Bücher Mose tauchen in der Tora. Aber ich theoretisch genau gleich. Ja, das ist ja auch die Tora. Es sei denn, du hast noch irgendeine Idee. Am Textunterschied zwischen Tora, also die auf Deutsch übersetzte Tora, und lesen die Bibel. Und sie werden feststellen, die haben es zwei verschiedene Leute geschrieben. Nein, also vom gleichen Leben. Müssen wir mal wieder machen. Ja, schon. Ich weiß jedenfalls, dass in den Höhlen von Qumran, da wurden jedenfalls alte Schriften gefunden, die sehr alt waren und die aus der Zeit stammen. Es waren noch Lederschriftrollen und die haben es mit der heutigen Bibel verglichen und es war ganz genau gleich. Die Schwierigkeit dahinter ist, dass die ursprüngliche Bibel die Rollen von Qumran enthalten. Ja, hauptsächlich das Matthäus-Evangelium. Nein. Also viel gesagt, davon war es auch wirklich heiliges. Also ich will jetzt mal auf Tora zurückgehen. Ich habe eine gute Zugur gehabt und ich muss sagen, es war hoch. Die Lutherbibel ist hoch interessant. Wie gerne Herr ihre schreiben, wenn sie ihre Bücher abschreiben. Das sind nicht die gleichen Worte, weil ich bin lateinisch von zwei Leuten. Achtet die genau darauf, wie sie schreiben. Also das Judentum ist da sehr genau. Das sind neue Versionen der Tora, sind der 2000 Jahre Version. Nicht anhand der Tora näher wie aramäischen oder griechischen. Man muss aber dazu sagen, es gibt Spannungen in der Sprache. Also Englische, übersetzte Griechische, das Lateinische, dann wieder ins Deutsche. Es gibt Spannungen, weil es gibt Wörter, die nicht. Wenn genau. Gleich sind. Wobei auch die hebräische Version der Bibel schon eine Übersetzung ist. Im Laufe der Geschichte offenbaren.
Die Ursprache der Bibel ist aramäisch. Oder der Bücher der Bibel ist aramäisch. Zu der Zeit hat man in Judäa oder hat man Hebräisch nur in Jerusalem gesprochen und auch nicht geschrieben. Es hat in Jerusalem Hebräisch gesprochen, aber es wurde nicht in der Priesterkaste gesprochen worden. Und dieses Hebräisch und Aramäisch war umgangssprachlich. Und die heutige, die damalige Hauptsprache, Wirtschaftssprache war Englisch und die Besatzungssprache war Latein. Englisch? Englisch, nicht Englisch? Nein, Griechisch habe ich mein Freund. Ne? Ja, also ist, die Rollen von Qumran zum Beispiel, die sind Aramäisch. Weil Gott es nicht gut findet. Die sind Aramäisch. Eine Sache. Deswegen ist die hebräische Version schon eine Übersetzung. Dann die lateinische Version oder die griechische Version, dann die lateinische Version. Also dann die deutsche Version unterscheidet sich auch von der lateinischen Version. Aus Sicht der Ewigkeit hat die lateinische Version daheim. Weil auch Luther hat ganz eindeutig interpretiert statt übersetzt. Sterben er hat wollte dem Volk auf das Maus schauen. Genau, er hat interpretiert und dann auch noch dazu in einer neuen Schriftsprache mal was da gab, aber sie sind glücklich miteinander, da bringt man unglaublich viel weiter. Und auch das Deutsch, was Menschen, das Luther damals und gesprochen hat, fällt mir das schwer, anhand meines skeptischen Wesens. Die Wörter anders. Aber deswegen finde ich es wichtig zu differenzieren, weil es gab auf eurer Seite immer solche und solche, auf unserer Seite. Ich war kein kleiner Schweißer und kein fieser Tropfen. Also ich habe schon mit ganz vielen Leuten unterhalten. Eben, genau. Und auch auf Polizeiseite. Die meisten waren bemüht, dass es ruhig und friedlich bleibt. Einer hat mal den Schlagstock zu schnell gezückt, aber die Mehrzahl ist eigentlich Schlagstock habe ich gar keinen gesehen, aber. Da gab es einmal einen Zwischenfall, wo der. Ja, es gab viel, ich war ja auch nicht überall. Es war auch mal Gewühle, aber ich habe es nicht so genau gesehen, das war zu weit weg. Der war auch ein bisschen zu schnell dran und dann haben die Kollegen gemäßigt, da sieht man auch, es hat funktioniert. Das war sehr deeskalierend, es war zwar nicht schön und ich fand es auch nicht gut, dass das gebremst wurde, aber es war sehr deeskalierend. Also vor mir waren mal 5 Leute, die so eine Kette gebildet haben und haben da gebrüllt. Dann habe ich mich einfach davor hingestellt und habe gebetet. Weil ich hatte schon vorher mit denen gesprochen gehabt und habe dem einen gesagt, dass ich ihn lieb habe und dass ich für ihn bete. Vielleicht haben sie mir deswegen nichts getan. Das hat er sich wahrscheinlich persönlich genommen. Das ist die stärkste Waffe von der Christopher. Ja, aber die stärkste Waffe ist eigentlich. Das wollte ich gerade sagen, jetzt schalte ich aus, aber jetzt wird es wieder spannend, ne? Die stärkste Waffe ist das alte Wiener Sprichwort, wo ich herkomme: durchs Reden kommen Leitsam. Mhm. Weil wer miteinander redet, der stärkt sich währenddessen zumindest. Nee, ich würde auch niemanden stärken, also ich hätte auch vorher niemanden. Und vor allem, man lernt kennen, dass die andere Seite nicht so böse ist. Das hätte ein paar Leuten gut getan auf beiden Seiten, weil in der Seite der Kundgebung, da waren ja auch ein paar, haben mir gedacht: oh mein Gott. Und auf der anderen Seite genauso, oh, alles furchtbar und so. Ja. Und wenn die mal ruhig miteinander reden, kommen die drauf, dass sie zwar ihre jeweils andere Welt sich ablehnen, aber trotzdem Menschen sind. Ja. Wir haben einen Konsens, unabhängig davon, was jetzt Sexualität angeht. Töten ist schlecht, sich gegenseitig Leid antun ist schlecht. Also der größte Teil unseres Weltbilds sind wir einer Meinung. Die Unterschiede sind klar. Kleiner, aber entscheidend. Klein, aber verletzend, das ist sicher das Problem. Weil ich kenne halt homosexuelle Menschen, die das sehr verletzt, wenn man ihnen erklärt, dass wie du lebst und liebst, ist Sünde und die dann auch Druck von außen erleben und sich nicht offenbaren können. Das finde ich halt gut. Aber. Ah, jetzt haben wir doch ein schönes Schlusswort. Ne? Oh ja, und alle sind zufrieden und können nach Hause gehen. Ja. Hey Alba, war schön, dich mal wieder zu sehen. Ebenso. Ah, jetzt sind eh schon die 12 Minuten fertig. Ich und dann gesagt, ich bin danke euch. Ja, wir sind recht hoch.